Das ist richtig gearbeitet. Ja. Sodass die Dinge anfangen zu sprechen. Genau, ja? Genau. Dass eigentlich von der materialistischen Seite her, dass die Dinge Stimmen haben. Ja, ja. Und dass die Natur einen Zauber hat und der spricht. Und das ist für die zweite und dritte Natur nochmals der Fall. Das heißt, die Waren zwitschern geradezu. Ja? Nicht? Die sprechen. Ja, auch die Zitate zwitschern. So wie die Vöglein in Siegfried von Wagner. Ja? Ja. Voraussagen machen können sogar. Ja? Nicht? Es gibt zum Beispiel einen Eintrag, den zitiere ich gern. Da steht nur, diesmal sogar ohne Quelle, Lyon war für seinen dicken Nebel bekannt. So. Ja, was ist das? Ja. Wofür braucht er den dicken Nebel von Lyon für das Paris-Buch? Aber ja, irgendwas ist da dran. Ja. Wir können es nicht rausfinden so von vornherein, aber wir spüren, da ist was. Ja, der Archäologe hat ja auch nicht eine Theorie, ja? Genau. Sondern er findet. Ja? Genau, genau. Aber er muss eine Intuition, ein Gespür. Und Dichten heißt Sammeln. Da gibt es ein ganz großes Konvolut über den Sammler. Nicht wahr? Ja, und so fangen ja die Brüder Grimm an. Ja, ja. Und setzt er fort. Ja, ja. Das sind sehr alte Formen. Ja, ja. Und dass das Sammeln ehrwürdiger ist als das Neuerfinden. Ja, ohne Zweifel.